Tja, mit Filmen ist es doch schon eine komische Sache. Einer von 100 ist dann tatsächlich doch besser, als man denkt. Nun erfindet Peppermint das Genre des Actionfilmes nicht neu oder des Rache-Thrillers nicht neu, muss er aber auch nicht. Also, das wird nie den Oscar gewinnen für das beste Drehbuch oder die beste Regie oder die beste schauspielerische Leistung oder die einfallsreichste Story in der Geschichte des Films. Wenn mich das aber unterhält und kurzweilig ist und spannend gemacht ist und gut ist und ich nach dem Gucken sage, ach ja, den konnte man sich angucken, dann ist auch die Aufgabe erstmal erfüllt. Hallo und willkommen bei Jetzt guck doch mal, dem Format, bei dem ich Filme gucke und euch dann sage, ob man die gucken kann. Ich bin Ingo, der Mann mit dem Gesicht fürs Radio und der Stimme für den Stummfilm. Und ja, wenn ich dieses Schlagwort höre, starke Frauenfiguren, dann zuck ich zusammen, weil ich mir ungefähr ausrechnen kann, was da kommt, wenn Studio X oder Konzern Y ankündigen, das hier ist jetzt ein Film mit einer starken Frauenfigur. Also da geht mein Gehirn schon, sobald ich das höre, auf Standby. Es gibt dann aber doch tatsächlich gute Filme mit guten weiblichen Hauptrollen, mit einer gut geschriebenen Figur, mit einer gut geschriebenen Story, mit einer glaubwürdig verkörpernden Hauptdarstellerin, mit einer stringenten Machart. Man muss sie nur ein bisschen suchen. Oder beziehungsweise in meinem Fall, man muss halt drüber stolpern. Ich hatte von dem Film bisher noch nie was gehört, was nicht für das Marketing von Peppermint spricht. Ich bin da durch Zufall drüber gefallen, weil ich da so auf Netflix klicke ich so rum, dann was gibt's denn Neues, was können wir sich denn angucken? Ach, guck mal hier, ein Film mit Jennifer Garner. Ach, da klicke ich mal rein und dann lese ich so die Beschreibung. Ja, es war so ein bisschen wie früher, wie in die Videothek gehen. Ne? Ich seh so ein Videokassettencover oder DVD-Cover von einem Film, von dem ich noch nie gehört habe. Ich kenne nur die Hauptdarstellerin. Ich kenne den Regisseur erst, wenn ich ihn google. Das ist wohl einer der Taken-Macher. Und dann, wenn man so die Videokassette oder die DVD rumdrehen würde und auf der Rückseite liest man dann die Beschreibung, dann denkt man, ach ja, klingt ganz lässig. So war das. Ich habe diese Kurzbeschreibung bei Netflix gelesen und gedacht, ach ja, klingt ganz lässig und Jennifer Garner kann ja auch ein bisschen was. Gesagt, getan, habe mir den Film also angeguckt und ja, das fand ich so eine positive Überraschung, dass ich jetzt beschlossen habe, ein Video darüber zu machen. Riley North, gespielt von Jennifer Garner, ist eigentlich glücklich verheiratet und eigentlich ganz zufrieden mit ihrer Tochter und eigentlich ganz zufrieden mit ihrem Familienleben und mit ihrem Ehemann, der in so einer Autowerkstatt rumschraubt, der hat immer einen zwielichtigen Kumpel und der kommt eines Tages zu ihm und ja, bei dir ist es doch geldmäßig ein bisschen knapp und ich hätte da was, wo du so ein bisschen nebenher dir was verdienen kannst. Immer wenn einer kommt und sagt, ich habe hier irgendwas, wo man sich ein bisschen nebenher was verdienen kann oder so Sätze wie ich habe einen todsicheren Tipp. Ja, das geht grundsätzlich schief und hier geht es ebenso schief. Also es geht darum, so eine Art Kurierfahrt zu machen für einen Drogenbaron. Sein Kumpel, der macht das dann. Dessen Beteiligung an diesem Film endet dann auch schon vor dem Ende des ersten Aktes und nur weil der Drogenbaron mitbekommen hat, dass sein Kumpel, also Rileys Ehemann, mit dem Gedanken spielt, das zu machen, soll der jetzt auch aufs Korn genommen werden. Dann gibt es eine Geburtstagsparty von Rileys Tochter, zu der kommen aber keine, weil gleichzeitig eine andere Party organisiert wurde und da sind alle Kinder hin. Sitzen die also ein bisschen trübsalblasend daheim und sagen, ach komm, dann gehen wir doch jetzt auf die Kirmes. Und dann gehen sie da hin und sie fahren ein bisschen Karussell und sie gehen an die Schießbuden und dann heißt es, ja komm, wir holen uns noch ein Eis zur Feier des Tages, weil ja dein Geburtstag ist. Was für ein Eis möchtest du denn? Und die Tochter besteht auf Pfefferminz. Daher auch der Filmtitel, denn sich selbst nennt die Hauptfigur in diesem Film nie so. Das ist aufgrund der Eiswahl der Tochter. So, und besagter Gangster hat also drei Jungs losgeschickt, die Familie dann platt zu machen und platt im wahrsten Sinne des Wortes. Also die kommen gerade eisschleckenderweise dann von diesem Stand, gehen sie Richtung Parkplatz und dann kommt das Auto vorbeigefahren und zwei von den drei Jungs packen die Maschinengewehre aus und bam, 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 bam. Riley ist die Einzige, die überlebt, kommt dann ziemlich komatös und ziemlich angeschlagen und ziemlich operiert im Krankenhaus zu sich, macht entsprechend die Aussage, es kommt zum Gerichtsprozess und tja, und nix. Die Typen werden nicht verurteilt und unterm Strich kommt dann dabei raus, der gegnerische Anwalt steckte unter einer Decke und der vermeintlich eigene Anwalt von Riley North steckte da auch mit unter der Decke und der Richter hatte auch noch seine Finger im Spiel. Also jeder von den Beteiligten an diesem Prozess hat entsprechend so einen braunen Umschlag zugesteckt bekommen, mit nicht weiter nummerierten kleinen Geldscheinchen im Sinne von, ja komm, lass die Jungs laufen, dann musst du dir finanziell nie wieder Sorgen machen. Natürlich ausgehend von diesem Drogenbaron-Obermutz, der da die ganzen so wie Marionetten bewegt. Daraufhin beschließt sie, nee, ich habe keinen Bock mehr.
ist, als sie nach dem Gerichtsprozess, nach dem Urteil, da rastet sie dann aus, ist übrigens kein Spoiler, ne? Also es ist immer noch der erste Akt des Filmes, rastet sie aus, will auf die drei Gangster losgehen, dann wird sie so brrrt niedergetasert, dann schafft sie aber die Flucht und dann passiert erstmal ein paar Jahre lang nix. So überhaupt nix. Riley North verschwindet komplett von der Bildfläche. Denkt man. Sie hat aber nicht untätig auf ihrem Hintern rumgesessen. Sie hat sich bei Mixed Martial Arts Kämpfen angemeldet, hat also gelernt, wie man sich mit ihren Fäusten verteidigt, hat Schießen und Messerkampf gelernt, weiß also auch, wie man sich mit Gegenständen und mit Pistolen und mit Gewehren verteidigt, ist jetzt wieder zurück in den USA, beziehungsweise direkt in der Stadt, weil sie das machen will, was Leute und Hauptfiguren in veritablen Rachefilmen nämlich so machen: Rache nehmen. Jeden, der irgendetwas damit zu tun hat. Und aus dem Film ist mir noch der Satz hängen geblieben: Ich werde jeden kalt machen. Jeden, der seine Finger im Spiel hatte, jeder, der irgendwie daran verdient hat, ich werde die alle hops nehmen. Ja, und genau das passiert hier auch. Und im zweiten und im dritten Akt, da legt Riley dann mal so richtig los. Also erst muss Staatsanwalt A dran glauben und dann muss Richter B dran glauben und so weiter und so fort. Und ihr könnt euch ungefähr ausrechnen, wo die Reise hingeht. Mittlerweile hat sich Riley in Skid Row einquartiert, also im Armen- und Bettler- und Obdachlosenviertel dieser Stadt, schnallt sich ihre schusssichere Weste über, geht in ihren Van, greift da jede Menge Knarren und Munition und dann gibt's mal ordentlich auf die 12. Das ist nicht der beste Film dieses Genres, der je gemacht wurde. Das ist auch nicht der schlechteste Film dieses Genres, der je gemacht wurde. Also der beste Film dieses Genres, ja, wenn man mehr actionlastiges meint, dann ist es wahrscheinlich John Wick. Wenn man das mehr Rache-Drama-mäßig meint in Sachen Figurenzeichnung, dann ist es für mich der hier, Mann unter Feuer. Vielleicht der beste Film von Tony Scott. Das ist für mich einer der schlechtesten. Also mit diesen Ein-Mann-sieht-Rot-Filmen konnte ich nie sonderlich viel anfangen. Mit Charles Bronson, der hier, Exterminator 1 und 2, ja, die ich auch im Regal stehen habe. Also die reiten noch auf dieser Ein-Mann-sieht-Rot-Welle mit und waren noch schlockiger und noch schlechter vom Budget und noch armseliger von schauspielerischen Leistungen und noch mehr auf Effekthascherei zusammengeschustert. Also ja, hier habt ihr die komplette Bandbreite. Ich würde Peppermint einordnen, hier so irgendwo in der Mitte. Dass Jennifer Garner als Actionheldin was drauf hat, das weiß man ja spätestens seit Alias oder ja, auch seit diesem Daredevil und diesem Elektra-Film, über die ich jetzt nicht weiter einen Kommentar ablassen will. Was ich gut finde, beispielsweise im Vergleich zu diesem, wie hieß denn dieser blöde Jennifer Lopez-Film, habe ich letztens ein Video drüber gemacht. Ich habe den Titel schon wieder vergessen, weil er so dumm war. Ja, also 14 Schnitte in 3 Sekunden und 8 Stuntfrauen sind beteiligt und Jennifer Lopez macht nichts als von A nach B rennen. Okay, Schauspieler auf ihren Markierungen, Licht ist an, ist der Kameramann ready? Okay, dann machen wir es jetzt nochmal. Action! Und Schnitt. Wie sah's aus für dich? Sieht gut aus. Nein, das ist hier nicht der Fall. Also, man merkt, dass Garner körperlich was drauf hat. Natürlich wird sie auch hier gedoubelt. Natürlich ist auch hier und da mal eine Stuntfrau mit im Spiel. Aber ein Großteil der Sachen, das macht sie wirklich selbst. Ist ja immer noch sehr fit unterwegs. Also ja, was hat die? 4-5% Körperfett. Man sieht auch, dass sie ordentlich trainiert hat. Also die Arme, die sind schon ein bisschen im Verhältnis von der Frau schon ein bisschen aufgebläht. Also die Frau ist wirklich körperlich voll auf der Höhe. Der kaufe ich ab, dass sie die bösen Jungs platt machen kann. Ich kaufe ihr auch ab, dass sie eine Frau ist. Denn was hier zum Glück nicht gemacht wurde, ich finde es immer blöd, darüber zu reden, was ein Film alles nicht ist, aber um positiv rauszustellen, was dieser Film nicht ist. Also, hier hat sich nicht einer hingesetzt und gesagt, wir schreiben jetzt einen Girlboss oder eine Unbesiegbare oder wir zeigen jetzt mal, was eine Frau drauf hat, was die Männer alles nicht drauf haben. Nee, das ist hier zum Glück nicht der Fall. Also, die ist verletzlich und die ist schwach und die kriegt blaue Flecke und die wird auch mal angeschossen und die kriegt auch mal was mit dem Messer ab. Und fast alle Männer im Film sind ihr körperlich überlegen. Nur genauso funktionieren ja diese Filme. Der Held muss immer oder die Heldin muss immer kleiner und schwächer sein als die Bösewichte. Deswegen funktioniert Stirb langsam, weil Bruce Willis alleine ist und die Deutschen, die sind ihm zahlenmäßig überlegen. Der
Schwarzenegger ist körperlich dem Predator unterlegen. Wie sowas nicht funktioniert oder recht langweilig ist, wenn der Held alles kann und der Tollste und der Stärkste und der Geilste ist, dann kommt ziemlich ätzender und dröger Film bei raus. Siehe beispielsweise Riddick 3. Nee, der Fehler hier wurde nicht gemacht. Also, und vor allen Dingen die Motivation dieser Hauptfigur verstehe ich. Also ihre Motivation ist nicht, ich bin eine Frau und ich werde jetzt allen Männern mal zeigen, wie doof Männer sind. Nein, das ist einfach, die haben mein Kind und meinen Mann auf dem Gewissen. Jetzt zeige ich denen mal, was eine Hake ist. So, und was für jeden Zuschauer oder 99,9% der Zuschauer absolut nachvollziehbar ist, nicht weil sie eine Frau ist oder weil sie toller sein will als die Männer, sondern einfach aus ihrer Mutterrolle heraus. Das Ganze würde genderswap-mäßig genauso funktionieren. Also auch bei einem Vater, dessen Familie da hops genommen wird, siehe Punisher, würde das ja auch funktionieren, aus seiner Vaterrolle raus. Also man hat das hier nicht gemacht, um unbedingt jetzt die Frauen so zu pushen oder zu zeigen, wie doof alle Männer sind. Nee, man hat das einfach gemacht, weil man hier eine coole Hauptdarstellerin hat und ein vernünftig geschriebenes Drehbuch hat und einen vernünftigen Regisseur auf dem Regiestuhl, der das Ganze vernünftig inszenieren kann. Nicht mehr und nicht weniger. Und so Frauenfiguren wünsche ich mir. Also es gibt ja einen Grund, warum ich Prinzessin Mononoke im Regal stehen habe oder Thelma and Louise oder Muriels Hochzeit oder. Also das Problem sind für mich nicht Frauenfiguren. Ganz im Gegenteil. Für mich sind das Problem schlecht geschriebene Figuren. Egal ob Männlein oder Weiblein. Dass der Regisseur sein Action-Handwerk drauf hat, das sieht man ebenso. Wie gesagt, beteiligt an den Taken-Filmen. Zumindest an Taken 1. Ich muss nachgucken. Ja, also. Es wird hier kompetente Action geboten, die auch nicht so verhackstück ist. Also nicht 15 mal Wackelkamera und 78 Schnitte in 2,5 Sekunden. Nein. Das Ganze ist vernünftig gefilmt, hat ein paar coole Stunts dabei. Das ist jetzt nicht der Überfilm, der das Genre neu erfindet. Aber das brauche ich auch nicht. Also einer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten ist die glorreichen Sieben. Sieben Cowboys helfen im Dorf gegen Gangster. Fertig ist der Klassiker. Mad Max 2. Autos fahren schnell und die wollen von denen Benzin klauen. Fertig ist der Klassiker. Ja? Also es muss ja nicht immer überkompliziert sein oder das Rad neu erfinden. Brauche ich überhaupt nicht. Ich brauche nur einen gut gemachten Film und genau das bekomme ich hier präsentiert. Trauernde Witwe geht auf Rachefeldzug und macht die bösen Jungs platt. Fertig ist der Film. Es ist nicht das Grundgerüst der Story. Es ist oft die Ausführung, wie das gemacht wird. Die Story, die kann einfach und simpel von der Ausgangssituation sein. Was man dann daraus macht, das ist ein anderes Paar Schuhe. Und dieses andere Paar Schuhe, das passt dem Zuschauer ganz gut. Natürlich, wer jetzt nichts mit diesem Genre anfangen kann oder wer nichts mit großartig blutiger Gewalt anfangen kann oder wer nichts mit Jennifer Garner anfangen kann, der sollte diesen Film links liegen lassen. Alle anderen, die werden hier gut unterhalten. Kein Meisterwerk, aber einfach wirklich sauber abgelieferte, handwerkliche, gute Arbeit. Und das soll mir schon völlig reichen. Und für Peppermint gibt es entsprechend unterm Strich 3 von 5 Racheflügeln und eine eingeschränkte Guckempfehlung. Ja, für so Genre-Fans. Also, wenn euch der gefallen hat und ihr mal wissen wollt, wie wäre es eigentlich, wenn eine Frau das Ganze hier gedreht hätte, dann könnt ihr euch Peppermint absolut unfallfrei angucken. Wie ist es mit euch? Habt ihr von dem gehört? Wie gesagt, ich habe von dem überhaupt nichts mitbekommen. Also irgendwie haben die Freunde danach vor dem Studio das Marketing leider ein bisschen versemmelt. So ein Film, der hätte durchaus mehr Zuschauer verdient. Der präsentiert wirklich mal eine starke Frauenfigur. Und zwar eine, die gut geschrieben und die gut gespielt ist. Leider mittlerweile eine Seltenheit. Habt ihr andere Favoriten dieses Genres? Soll ich mal tatsächlich über den hier ein Video... Moment mal. Ein Video machen... Tatsache, ich habe sogar den zweiten Teil im Regal stehen. Ich glaube, das war in dieser Kiste. Da war ich auf der DVD-Börse. 25 Filme, 25 Euro oder sowas. Ja, also, ich habe es immer mitgenommen, der Vollständigkeit halber. Ja, soll ich hierüber mal ein Video machen? Fangen euch andere Filme ein. Also diese Charles Bronson, Ein Mann sieht Rot, Klopper. Den zweiten, den fand ich gut. Aber ansonsten, ja, das war so Genre... Massenware, die einem jetzt nicht die Schuhe auszieht. Aber was für Rachefilme fallen euch sonst ein? Außer, vielleicht außerhalb der John Wick-Serie. Haut in die Tasten, lasst krachen. Ist gut für mich, ist gut für meinen Kanal, ist gut für den Algorithmus. So werde ich auf die Startseite gespült von Leuten, die das hier noch nicht kennen. Falls ihr schon das dritte oder vierte Mal hier seid, ihr könnt es doch offiziell machen, dass wir miteinander gehen. Klickt mal kurz das Ding, tut euch nicht weh und kostet nichts, außer ein bisschen Kraft im Zeigefinger. Vielen Dank im Voraus. Bleibt sauber, viel Spaß beim Gucken von Peppermint. Ich packe mal alles rein, was ich dazu finden kann und wo man den Film finden kann. Danke fürs Reinklicken, fürs Däumchen nach oben dirigieren, abonnieren, interagieren, kommentieren, bla bla bla. Ich mache die YouTube-Sache, ihr kennt die Nummer. Schönes Wochenende, macht's gut, bis neulich.